zusammen mal wieder auf meinem Kanal. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen länger kein Video mehr gemacht. Ich glaube, 2 Wochen waren es oder so. Ich wurde schon öfter gefragt, ob ich ein Reaction-Video machen kann zu Tempest FX, die ja ihren Account, also ihren 10.000 Dollar oder Pfund-Account, auf 1,5 Millionen Pfund getradet haben innerhalb von einer Woche. Also müssen wir davon ausgehen, das sind ja Multimillionäre. Und ja, das Video schauen wir uns doch jetzt mal an. Machen wir das mal größer. Mich machen wir kleiner. Und dann gucken wir mal. Hi, my name's Jamie. Okay. Hi, Molly. Molly. This will probably be the most insane account flip you will ever see on YouTube. Glaub auch. 4 days we took this account from 10k to 1 million. And then on the 5th day we turned NFP and we grew it some more. This was insane. It was wahrscheinlich auch noch mit null losses. All going mad and I think you're gonna enjoy this video. It was an absolute banger. So we're about to place the first trade on Euro USD. It's gonna be a sell. 10.000 Pfund, wie viel geht's rein? Let's go on with it. So we're gonna use 40 lots. Market might be okay, schauen wir. Also 40 Lots schon mal, schauen wir mal, wie groß der Stop-Loss ist. 10.000 Pfund-Account mit 44 Lots. Okay, nicht schlecht. It's slow today because it's a Monday or so. So, stop. 760. Was war der Stop? 760 und was war? Alright, here we go. We're in first trade. So it's Monday now, 4th of July. So that's why the market might be slow. Okay, jetzt schauen wir mal. Bei 57 rein und wo ist er? Stop, 57 rein. 57. 760. Okay, 15 Pips ungefähr Stop Loss. 40 Lot. Also 400 Alright, here we go. We're in first trade. So it's Monday now, 4th of July. So that's why the market might be slow. Also 6,000 Euro werden schon mal weg, wenn ein Stop Loss läuft bei 10.000 Euro. We'll see some movement there. Let's see how it goes. Schauen wir mal. So we're about to close out the first trade. Great first trade. Up 17% on the first trade just ended. So let's close out that right now. Bang. There we go. Man. 16.8k in the balance. So, on to the next one. Killing it already. Let's go. Ah, so cool. Multimillionär. Ah, okay, schaut ja aus wie eine Anlage, wie was gemietet ist. Da habe ich als Hartz-IVer ja schon schöner anbekommen. So we've got the second trade, so you can see that's the balance right now. There you go, 16k. So the next trade, come on. Stop loss is gonna be at 39.40. There we go, 39.40, about to buy it. 2, 9. Das war ja schon. Right. Right, we're in. Okay, 60 Lot, klar. There we go. 600 Euro pro Pip. So, it is currently Independence Day still, so the market actually closed early. So, because of that. Also, ich weiß ja nicht. Also, das schaut mir ja alles nicht so nach Multimillionär aus, oder? Ich weiß ja nicht. It was at like 4 PM, so now I have to wait till 11 PM, which is in about an hour from now, to see what happens. So I'll keep you updated. Also, was wir hieraus schon mal lernen können, absolut kein Risikomanagement. 100 Lot US 30. Das ist schon ziemlich mächtig, also wenn das ein Stop-Loss läuft, dann ist ja mal alles weg. Also, ich glaube,
bei dem einen war nicht mal ein Stop-Loss gerade drin. So, we closed US30 last night, nice 7.8k profit on it, lovely stuff. It was really late, so I think I screen recorded. Also die haben so richtig drauf. 24k, so just under 150%. Nur damit ihr wisst, also, es gibt Rented Server, habe ich neulich auch erfahren. Da kann man also einen Deal mit einem Broker aushalten, dass, wenn man den Broker natürlich promotet, dass das dann alles blau ausschaut. Also du setzt irgendwo dein Trade und in der Historie erscheint da halt ein schöner Profit, okay? Gibt es aber auch ohne Broker dies natürlich und ja, dann kann man halt solche Videos erstellen, ja? Going for the account. It's currently Tuesday. So we're about to sell EURUSD. So 100 Lot oder? 20.000 Euro. Right, einfach mal unten mal schnell. Let's see how it plays out. We've got a strong bar today. So hope we see some bad movement. We already have through London session. So hopefully this trade can double the account again. Also einfach mal sell machen. Das kann man ja machen. Mal mit 24 oder fast 25.000 Euro. Margin 140. Ja, okay. We'll keep it late, though, anyway. So, we're currently at 21.000 on this trade. Wenn man natürlich so Profi ist wie die, ist das kein Problem. Ich meine, die hatten noch keinen einzigen Stop-Loss-Hit. Ach ja, übrigens, falls du noch auf der Suche nach Fremdkapital bist, der sogenannten Prop-Firm, dann kann ich dir Funded Trading Plus empfehlen. Die haben nämlich einen großen Vorteil, beziehungsweise drei große Vorteile. Du hast kein Zeitlimit, du kannst so lange für die Challenge benötigen, wie du eben brauchst. Du darfst natürlich auch hier die 10% nicht verlieren an Kapital, aber du hast ja auch 10% Profit-Target in der ersten Phase, 5% in der zweiten Phase. Plus der zweite Vorteil ist, dass du auch über nicht nur über MetaTrader 4 und 5 handeln kannst, sondern auch über TradingView. Und der dritte Vorteil ist, wenn du über meinen Link reingehst, dann sparst du dir nochmal 10% on top. Schau in der Videobeschreibung nach, da ist der Link drin und da steht auch der Rabattcode mit drin. We're about to move stop loss to break even. So hopefully it can keep dropping and hopefully. Let's say, let's get to about 60k from this trade, hopefully, so we'll... Vor allem wie dumm, ihr hoffen einfach nur einen Betrag, ihr hoffentlich 60.000 Euro, also nicht irgendwie, ja, der könnte auf 60.000 Euro gehen, weil hier macht Sinn, da ist ein, kommt ein starkes Demand-Level, hier ist viel Imbalance, der könnte noch so weit runtergehen, nee, einfach nur, ah, hoffentlich auf 60.000 Euro. Oh, wir haben keinen. What's that, 500%, so that'll be nice. So it's dropping more, let's move stop loss to break even now. My three. Ich spule mal ein bisschen vor, weil sonst dauert das jetzt lange. Machen wir mal hier weiter. 230. Okay, nochmal ein Sale mit 100 Lot, klar. Klar, 200 Lot, was kostet die Welt? Ah, nochmal ein! 100 Lot! Mach nur, hör damit! Let's see how we play out. Mal gucken mal. Hopefully boost the account to well over 100,000, I believe. Bestimmt. So, we're up to end the trade. We're currently up to 9,000. So, we did have a take profit on at 1,600. There was a few right down here. There was a few pips up. So, there it goes, nice little drop now. 16,000. So, hopefully, we'll see it come back down and hit a take profit. If not, we'll probably close out early. But let's hope we'll take profit on this. Bestimmt. I'll keep you updated anyway. So, we're going to close out of the trade now. I'm happy with the profit right now. So, just over 100. Ja, wer ist glücklich mit dem Profit, würde ich auch closen. Nie gierig sein, sind die auch auf gar keinen Fall. Also bei 78.000 Euro, 300 Lot drin. Und wir sind 20.000 K, so let's close that now.
that. There we go. 126,000. Oh, let's go. Also, noch kein einziger Verlusttrade. Muss man ihn ja lassen. Sorry, 123. So, we're out of USD and we're jumping straight back in another trade. We're about to sell US 30. Klar, Tana. Set 200 lots. Nochmal 200. I think we should be able to go another two times. Ja, nochmal 200. Vielleicht nochmal? 600 lots in there. So, reicht. We're aiming for the loan just down here. Quick little trade. Man sieht gar nichts. So, and we'll add TP and stop loss off camera, and I'll update you after that. Wo ist der Stop Loss? Da ist kein Stop Loss. And this will make the count go very big. We should start to be big numbers now. Das wird immer noch besser. 600 lots mit US 30, wo ist das? Look at the profit. I think we're actually going to take profit right now. Even half, yeah. 83,000. So. Crazy. Yeah, I think we're going to get our plus over 200,000 in the balance. So. Yeah, let's cash out. Let's take profit. Oh, crap. Right now, we're 100, and I'll do another 100. Oh, what is this gold? Sorry. Going for 200 right now. 200 and then, plus the time, we went natürlich again. Der Account schon um einiges größer ist, kann man bei 200 noch machen ohne Stop-Loss. Stop-Loss haben es die nicht so. Then we had Stop-Loss in that now. Wo ist ein Stop-Loss? Du redest immer was. I'll see you guys in about 55 minutes. Also man sieht auf jeden Fall, die skypen immer ein paar Minuten, man sieht es jetzt hier. 361, 368, also das sind jetzt mal 7, gerade mal 7 Pips, 361, ja, gleicher Entry eigentlich. Ja, ein sehr großer Lot natürlich, aber halt ohne Stop-Loss, ja. Und mal davon abgesehen, dass das sowieso kein echter Account ist, müssen wir uns nichts vormachen. Ja, it's just getting fucking stupid at this point. Ja, das stimmt, wirklich stupid. And, I just want to say thank you to all you guys, because it's absolutely crazy. And would you believe it? I'll put up a picture on the screen now. But 4 years ago today is when we started trading, me and Jamie. And I'll thank every one of you for watching this video. And I'm glad you all enjoy it. So, yeah, let's keep smashing it. We've got till Friday. I should be with Jamie on Friday to finish it off. And, yeah, let's keep banging out. Also, als professioneller Trader, würdest du da, wenn du so gut wie die handeln, würdest du deinen Account mit jemand anderem teilen? Würdest du dem vertrauen, solche Massen an Geld? Also ich würde nicht meinen Freund auf meinem Account oder Freundin auf meinen Account traden lassen. Mach doch meine eigene Kohle, brauch doch meinen Freund nicht zum Traden. Das verstehe ich schon mal überhaupt nicht gut. Vielleicht sind die einfach so Best Buddies, dass sie sagen, wir teilen alles, auch unser Bett. Oh, und unsere Freunde. Wenn du dann eh schon in der Videobeschreibung bist, dann klick auch auf den Link zum kostenlosen Discord. Da ist noch genügend Platz drin. Und dann schau dir mal meine Markups an, beziehungsweise Videoanalysen. Da poste ich einmal in der Woche eine Videoanalyse. And as well, for it to be 4 years down the line and this happening. So, I just want to thank every one of you. FOMC is about to be released in 2 minutes. Okay. We're currently around entry right now on these two trades. So, we're about to get in the other entries. Now, I don't know how many we can do here. So, let's go for it. Obviously, I'm buying, so I think USD is going to weaken pretty soon. Natürlich dann wieder ohne Stop-Loss. So, right. And please don't try doing this at home or any of the challenges in general. Just stick to your risk management. Now, this is literally for just entertainment purposes only for you guys. Die können sich noch nicht mal TradingView. Habt ihr das gerade gesehen? Da poppt im TradingView die Ad auf. Also, die haben scheinbar nicht mal Geld, um sich das Premium TradingView zu leisten. Weil ich Multimillionär wäre, also ich hätte schon da die 15, 14 Euro im Monat, um mir TradingView zu leisten. Yeah, this is literally just for entertainment purposes only for you. 1, 2, 3, 4, 500 Lot, okay. Und es ist doch. Und alles eigentlich
359, 360, 361. Ja, alles halt gleicher Entry. Klar, die werden keine 500 Lot auf einmal eingeben können, wird der Broker nicht zulassen. 309, ja. Ohne Worte. You guys, I don't want you to try ja, to find your accounts. And. Wo ist der Stop Loss? 6. Ah, nochmal. Ich kann nur noch. Ach ja, noch einmal. Vielleicht noch zweimal? Flip it, this is just crazy. Also, nehmen wir mal an, die hätten es jetzt wirklich geschafft, ihren Account von 10.000 auf 330.000 Euro hochzuhandeln. Da würde ich aber irgendwann sagen, gut, das war jetzt wirklich Glück, wir hatten ein paar Mal Glück, komm, lass uns das Geld auscashen, aber das wird ja immer noch besser hier. Look at it. It's look actually at stupid it. At this point, guys. Stupid. Look how quick it's moving. Naja, how quick, ja, weil so große Distanzen da, ich meine, das sind 4 Pips. 1 minute, come on. Now. Oh my god. Ja, oh mein Gott, oh, oh, Marching Call. Ich meine, der muss nicht viel droppen, dann ist das Geld weg, aber... Aber die Musik ist immer... Come on! Oh, das ist vor. Da geht ja sowieso alles in Profit. Das ist ja klar, sonst hätten sie das nicht gezeigt. Now down 7k again. Oh, jetzt kommt auf einmal der Stop-Loss, oder wie? 17. Nee, kein Stop-Loss. Right, let me add these take profits. Let me add the take profits, and then I'll update you when something's happening, because it's taking a time, and I'll pretty much be where it takes 5 minutes, a bit longer, so... Let's hope it goes our way, buddy. So, a couple minutes later, look how it's doing. It's crazy. Okay, warum muss ich das jetzt wegtun? Ja, close alles. 1 Million. Have a good day, today and tomorrow. Die Blümchen-Tapete, die ist auch schicki. Die ist richtig hübsch und die Bilder hier. Also ich gehe schwer davon aus, der wohnt noch zu Hause und die Eltern haben halt jetzt nicht den besten Geschmack. Und die Lampe hier, die ist auch, boah, finde ich auch nice. Also entweder sind die Burschen hier richtig geizig und können ihren Eltern nicht ein bisschen Geld abgeben, oder die haben einfach einen derbe hässlichen Geschmack. Then blow it somewhere like that, could you imagine? That'd be terrible. But yeah, today, just gonna try, look at the market, I'm gonna go on my laptop now, analyze the charts a bit, I'll show you what I'm looking at, and then beginning trades, I'll show you. Okay guys, I've got a trade on EURUSD. As you can see, I'm in buys right now. Check it out, alles profit. Okay, so EURUSD is going up. Just like I okay. I used to go one. Okay, I get right so the first one, you're going to do that one. Come on. I'm not trading on gold. Gold, wie viel Lot? 20.000 Lot diesmal? Ach, nee, nur 800 Lot oder wie viel? Wie oft war das? So, guys, the gold is going up, just like I expected. Going up. Let's see there. That one has a more position. Oh. Yeah, fire! Gold. Fire so trade. I'm happy with this. Gold is pushing up nicely. Nice. As you can see, look at that. Beautiful. About 230k. This is lovely. Also da. We get out of trade. Heftig, heftig, was die Burschen machen. We're buying gold. Okay, mach mal bisher vor, langweilt mich. Sorry, oh, schon über 1 Million! Boah, heftig! Gibt's doch nicht! Wenn ich schon mit solchen. Warum bin ich nicht am PC und schließe das schnell immer am Handy? Gold boys, we have a massive drawdown. Now it's going up. So I wanted to target around that there. So massive drawdown, auf den haben wir gar nicht gesehen. Wahrscheinlich war wahrscheinlich fast schon ein Marching Call oder sowas. And boom. Machen wir weiter. 800.
when Jamie finally is together today. We left me up with Ollie today, 4 minutes up. It's going to be fucking crazy. There we go. The trades are set. Was? Wie viel Lot? Wie viel Lot? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also so, was ich sehen kann. 1600 Lot, okay. Let's see how this goes. Okay, so we've got 8 seconds to NFP release. Schauen wir mal, vielleicht kann man sehen, nach was die da handeln. Schaut mir schon nach Smart Money aus. Vielleicht kann ich da was erkennen. Okay, so we've got 8 seconds. Sell war das, oder? Mal gucken. Ja, Sell, okay. I'm gonna do 200, 600. 800. When Jamie finally is together today, we're left me out with Ollie today. Oh, mir wird schlecht. Warum machen Leute solche Videos? There we go. Und viele glauben, das Schlimme ist, viele glauben das. Oi. NFP release. Obviously, we're in EU. Yeah, EU. Vor NFP. NFP is out. Oh. Oh my god. Oh my god. What the fuck? What the fuck? Oh shit. Shit. Nein, aber wird natürlich passieren, weil sie haben ja nie losses, also 100% Trading Strategie. Oh my god. Soll ich mir mal den Kurs kaufen und schauen, wie das so ist? Oder am besten noch deren Signale. Ich glaube, die verkaufen Signale. Das müsste dann ja 100% Winrate sein. Ich glaube, die kaufe ich mir die Signale und teste das mal. So als kleiner Spaß, oder? Weil wer so gut handelt, dann brauche ich ja selber gar nicht mehr traden. Lass ich mir die Signale schicken und scheißegal, die haben ja 100% Winrate, dann muss ich auch nicht jedes Signal mitnehmen, weil dann kann ich mal ein Signal mitnehmen und bin mir sicher, dass ich Profit mache. Look at the entry, guys. On the wick for NFP. Beautiful. What are we up now? 250k. Sick! How quick it's moving. Stone. Hello, whip's low. It's a really stressful move, sir. Let's go! Me and Jamie just want to say a massive thank you to everyone. Yeah, right? Honestly, it's been crazy. Für was bedanken die sich bei uns? Dass wir einen Kurs kaufen oder was? Yeah, it's 4 years of trading this week, innit? And we've Wednesday, 6th of July. Also nur 4 Jahre Trading lernen und ihr seid Multimillionäre. Dann einfach 10.000 Euro einzahlen, so handeln und 1,5 Millionen innerhalb von einer Woche, ganz einfach. 6th of July on Wednesday, 4 years ago, today, well, on Wednesday, we started trading, didn't we? Oh. And then the week we started, 4 years later, we just took 10k to 1.6 million. I remember when we first started trading, like 4 years ago, when we was placing like 2 lots, we thought it was £2. Yeah, £2. Yeah, that's the screenshot you have to do. Ich glaube, das haben wir auch gerade bei 200 Lot gedacht, dass das vielleicht nur 2 Pfund sind. It was like 2.50, and which is lot size, whereas we thought it was pounds, so we thought 2.50 to like 500, didn't we? Oh, that's been bad since. It's crazy. Okay, guys, let me show you. It is a zero account. Yeah. So 1.5, there's a profit, and then. Okay guys, so here is the My FX book, so as you can see, we made 10,511%, which is insane. Okay. Drawdown war ja angeblich nur 14% hier. Glaube ich nicht, weil die mal Massive Drawdown hatten, müsste ich nochmal schauen.
Aber Withdrawals, warum, wenn ich so viel Geld mache, warum hole ich mir da nicht mal was raus? Daily, monthly, drawdowns only 14%, which for this challenge is insane. Like 14% is crazy. Profit 1,041,000. That is just ridiculous. And then, as you can see, we haven't withdrawn anything just because, if we get 10k likes, then we'll do it again. Also Absolutely. wir schauen jetzt mal uns die Kommentare an. Gut, die Likes haben sie erreicht. Mal schauen, ob sie den 1,5 Millionen Flip dann noch machen. Aber irgendwo haben sie, glaube ich, mal geschrieben, dass sie aus dem Account nichts ausbezahlen lassen können, weil, und jetzt kommt die lustige Antwort, weil sie. Das würde der Broker ja gar nicht machen, so viel Geld auf einmal auszahlen. Dann habe ich Ihnen unter Ihrem Kommentar geschrieben, naja, Sie können ja einfach nur ein Pfund auszahlen lassen, um so zu beweisen, dass es eben schon ein Real-Account ist. Auf diesen Kommentar habe ich sogar ein Like bekommen, aber leider kam ein Video dazu. Also kann sein, dass Sie wirklich so gut sind. Ich bezweifle es sehr stark. Genau, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Falls ihr noch irgendwelche Videos haben wollt, wo ich eine Reaction dazu mache, dann gerne in die Kommentare posten. Dann mache ich das gerne. Euch noch eine erfolgreiche Woche und bis dahin, ciao.